Geil, scharf. Willkommen bei die Außenseiter mit Dima und Sascha und dem verrücktesten Projekt des Monats. Und Mütze, Mütze. Und Mütze auf jeden Fall, nicht vergessen. Tag der Männlichkeit. Oha, so viel Action, da weiß man echt nicht, wohin damit. Aber ehrlich gesagt geht es hier nicht um Action, sondern um Spaß, Blödsinn und ganz viele Emotionen. Ja, nicht schon, aber du sitzt auf meiner Bank. Auf deiner Bank? Ja, das ist meine Bank. Deine Bank? Auch aufstehen, oder? Das ist meine Bank. Mein Name ist BA Turkish und ich bin der Shit. Doch es geht hier heute nicht um mich, sondern es geht um die Außenseiter und ihr neuestes Projekt Tag der Männlichkeit. Ein interaktiver Kurzfilm mit sehr, sehr, sehr verrückten Dingen. Mit Alberto und Simon Desue oder Simon Desue und Alberto. Und alle Stunts wurden auf eigene Gefahr gedreht. Da ist ein Profi mit hinfallen. Ja, ich kann das. Also in meiner Kindheit habe ich mir die Hand aufgenommen. Oh, das war Unfallort. Ich muss alles aufnehmen. Der Unfallort. Kommentar von Simon Desue über diesen Kurzfilm. It's him and again, my son. It's him and the wise, you know, okay. When you got gone, but there's some, but there's some around right there. Regie führte Alexander Kozlowski, der diese verrückte Geschichte aus seiner Welt mitgebracht hat. Er ist ein seltsamer Typ, um auf Ideen zu kommen. Dreht der sich einfach mal stundenlang im Kreis. Sag ich doch. Und was Klamotten angeht, einfach unglaublich. Die Klamotten sind der größte Shit. Und ein schlechtes Beispiel für deine Mitmenschen. Die Hose ist auf jeden Fall immer noch am Start. Hey, guck mal, Schoko hat sich auch. Ja, ich habe mir ein Beispiel heute an. Heute auch Partnerlook. An Sascha genommen, jetzt bin ich auch so mit den Klamotten. Auf Jeans und andere Schuhe habe ich keinen Bock mehr, ey. Das ist Schoko, meine Damen und Herren, er ist der kräftigste Kameramann der Welt. Sein Rekord liegt bei 924 Stunden ohne Pause. Kennt ihr die Leute, die sagen, ich hasse meinen Job, ich habe keinen Bock auf meinen Job? Der bin ich nicht. Yeah, Dima ist auch am Start. Der sorgte dafür, dass dieses Making-of überhaupt existiert. Geiler Typ. Sehr geil. Super geil. Bist du schön. Ja. Dazu kommt noch Shirin David, YouTube-Newcomerin des Jahres. Eins kann ich euch sagen, die hat es echt drauf. Also besucht ihren Kanal. Was machst du? Ich warte auf meinen Einsatz. Was ist dein Text? Kennst du ihn schon? Nein. Genau. Profi, alles professionell. Der Dreh hat insgesamt, glaube ich, 6 Tage gedauert und da kann man eigentlich so ein bisschen so einen kleinen Einblick dafür bekommen, wie lange eigentlich so ein Video dauert, bis man das komplett gedreht hat. Vor allem ein Video, was aus mehreren Teilen besteht. Da sieht ihr auch mit unseren Klamotten, dass es an mehreren Tagen gedreht wurde und so. Was passiert jetzt? Jetzt wird, wir versuchen die Szene, wo ein Jet an Albert vorbeifliegt. Und dann dreht er sich um. Weißt du? Genau. Ja. Kacke aus, total. Sieht scheiße aus. Das sieht total billig aus. Das Schießen oder was? Ja.
Wir brauchen Licht von vorne, Digga. So von jetzt. Ja, und du sollst nicht so billig schießen, weil das ist wie so schieß ich denn zum Schild, Digga. Das wie schieß ich denn teuer? Komm rein, Digga. Du rufst Albert an. Was machst du? Ich rufe Albert an. Warte, du warst ein Schaf. Und dunkel. Jetzt. Was machst du? Ich rufe Albert an. Warum hast du so eine Sexstimme? Ich rufe an. wenn ich mich auf dieses Ding stelle, hört man das, ne? Bestimmt? Ja. Ja, schade. Moin. Hey, was geht? Tom? Jetzt wissen alle, wer Tom ist. Anton. Anton. Anton ist Tom. Bisschen hell, glaube ich, ne? Kannst du Leute. Also. Du läufst raus und wir schmeißen dich auf Stich. Aber weißt du, du machst die ganze Zeit so zu. Ja. Du schiebst es ein, machst es zu und dann gehst du ans Telefon. Und dann hörst du die ganze Zeit Albert zu. Bist du eigentlich Babo oder was? Ein bisschen geht so. Ja, genau, wir werden die Bo meißen. Mach das so. Ja, und währenddessen mach ich so die Dinger weghauen und versuch so. Das wird geil. Okay, kein Mensch hat das verstanden. Doch, ich bin Ausländer. Ausländer unter sich. Das eine ist, die Mühe ein bisschen groß ist. Die ist extrem. Also für meinen Kopf ist die auf jeden Fall extrem überdimensional. Aber das ist ein neues Teil. Das wird ein neuer Trend sein. Je kleiner der Kopf, umso größer muss die Mütze. Das erinnert mich etwas an Saints Row. Oh, wow. Ich habe noch nie sowas erlebt, dass einem Satz so viel Spaß gibt. Also man hatte das Gefühl, es wäre irgendeine Veranstaltung, so einfach so zum Spaß filmen. Das ist die Jugend von heute. Was sind eure Handys? Tja. Wir sind ganz normal, wir brauchen sowas nicht. Ja. Wir sind oldschool. Und was macht ihr so? Reden so. Über Themen, die Freundschaft. Gott und die Welt. Über wichtige Themen. Religiöse Themen. Gestern Abend. Nee, jetzt mal ehrlich, worüber haben wir gerade gesprochen? Das Wetter. Ja, stimmt, das Wetter, weil eben war es noch heiß, die Sonne hat geknallt. Ernsthaft, ihr habt wirklich über das Wetter gesprochen. Ja, natürlich. Ernsthaft jetzt? Wirklich shit. Das ist so auf einmal sich gewechselt halt. Digga, wie traurig eigentlich. Ihr seid richtig langweilig. Ich glaube, Anton ist interessanter. Anton, was hast du gemacht? Ich habe auch über das Wetter geredet. Oh. Ja. Ja. Genau, so schaust du. Dieser Junge treibt Simon in den Wahnsinn. Und womit? Mit Ärgern. Du ärgerst ihn richtig. So wie typisch bei Tunde Hartmann, er wird denn sowas von durchnehmen, dem lieben Simon. Siehst du, du bist von beiden Seiten gefilmt jetzt. Ja, du heftig. Dich. Das ist ganz normal. Was, das habe ich jetzt wieder nicht mitbekommen. Er macht? Hä? Ah, okay. Wie macht der Digga? Hä? Was? Wolltest du es noch einmal hören? Du machst die Augen auf und schau so in die Kamera, okay. Wie bei Tarzan. Okay, Kamera läuft. Okay. Und bitte. Hä? Auf jeden Fall, die coole Stimme hat uns BR Türkisch. Was war das? Das war ein Handy. Die coole Stimme hat uns BR Türkisch geliefert und ja, besucht ihn auf seinem Kanal. Ich finde, der hat eine extrem coole Stimme. Extrem cooler Typ, schaut auf jeden Fall auf seinen Kanal vorbei. Lass uns hier unten irgendwo. Wir haben dich zu zweit ausgesucht. Wir haben gesagt, dieser Junge muss die Stimme sein. Ja, und auch andere Videos von ihm auf seinem Kanal sind sehenswert. Auf jeden Fall müsst ihr vorbeischauen und abchecken. Ist das nicht knuffig? Wir von unserer Seite aus sind auch mehr eigentlich von sowas begeistert, sowas zu machen, als irgendwelche einfachen Videos. Dazu müsst ihr uns eure Ideen, eure Wünsche, euer Feedback reinschreiben in die Kommentare. Schreibt uns all eure Meinungen in die Kommentare und natürlich den Daumen nicht vergessen. Wir sehen uns, wann sehen wir uns? Wir sehen uns am Samstag, ja. Am Samstag sehen wir uns wieder. Und was kann man euch wünschen? Ich wünsche euch immer, wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine sehr angenehme Woche. Bleibt gesund, bleibt cool und immer gut drauf. Yeah. Haut rein. Tschüss.